Ja, eigentlich ist es soweit. Das Haltbar-Machbuch, das neueste Buch, neue und alte Techniken zum Konservieren von Lebensmitteln, für die Krisenvorbereitung, aber auch ohne. Ja, es ist vollbracht. Es ist hier und wenn du wissen willst, was es kann und ob es auch was für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostmann vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Haltbar machen, neue und alte Techniken, um Lebensmittel zu konservieren. Gemeinsam mit Manuela Keiner, das neue Buch, wir sind das dynamische Duo, die Manu und ich, haben wir die Erweiterung bzw. die Ergänzung, den Band 2 von unserer Selbstversorger-Pflanzenbibel jetzt mit dem Haltbar-Mach-Buch rausgebracht. Hardcover, 316 Seiten, aber das ist gar nicht der Punkt, wie dick ein Buch ist, sondern was bringt es dir? Was bringt dir dieses Buch? Und am besten erfährst du das, wenn du herausfindest, warum wir es geschrieben haben. Warum? Unser Ansatz war, ein Buch herauszubringen, um Konservierungstechniken zu zeigen, alte und neue, und nicht nur einfrieren oder einkochen, sondern weiterzugehen. Und zwar zum Beispiel im Zusammenhang mit der Krisenvorbereitung und auch im Falle einer Krise, die zum Beispiel Stromausfall bedeuten kann oder Engpässe in den Lieferketten, wie wir es jetzt zum Beispiel nach unserer Corona-Dingsbumse jetzt hatten. Das braucht man. Das ist eine Kernkompetenz. Ich behaupte, dass wir Menschen das auch sind, was wir heute sind, weil wir konservieren gelernt haben. Nicht nur Feuer machen ist cool. Und viele andere Kulturtechniken, aber haltbar machen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das zeigen wir in dem Buch. Und da gibt es drei Punkte, drei Bereiche. Bereich 1 ist Know Your Enemy, kenne die Gefahr. Damit du überhaupt einmal weißt, ja, was sind eigentlich Lagerschädlinge? Was sind die Lebewesen oder die Organismen, die das Zeug hier, was hinter mir steht, kaputt machen, ungenießbar machen, teilweise sogar giftig machen? Und wenn du sagst, das ist langweilig, dann ist das okay für mich. Nur darin liegt natürlich eine Kraft, denn wenn du weißt, was dein Gegner ist, dann kannst du, und das ist der Punkt 2, das ist das Größte, mit den 21 Techniken, um Lebensmittel haltbar zu machen, genau an der richtigen Stelle ansetzen. Know Your Enemy. Und dann eben die dazugehörige Lösung, die ist im zweiten Teil des Buches, das den Hauptteil annimmt. Das sind 21 Techniken und 20 davon gehen auch ohne Strom, weil die erste Technik ist einkühlen oder einfrieren. Ne? Und das ist alles in diesem Buch drinnen. Dann gibt es einen dritten Bereich, da habe ich mich total ausgetobt, und zwar, wie kann ich Lebensmittel, ich nehme jetzt da zum Beispiel ein Öl her, ja? Wie lang hält das eigentlich? Das ist immer wieder die Frage, Reini, wie lange hält denn das? Wenn ich das lagere. Da müssen wir uns ja anschauen, was sind ideale Lagerbedingungen, wie kann ich das tun und wie lange hält es dann wirklich. Es gibt Lebensmittel, die sind sogenannte Fire-and-Forget-Lebensmittel, so wie bei dieser Pflanzenbibel Fire-and-Forget-Pflanzen, die du im Endeffekt bei richtiger Lagerung so gut wie ewig aufheben kannst. Aber es gibt ja auch andere Dinge, man kann nicht nur Nudeln lutschen, ne? Das ist langweilig. Und das findest du im Teil 3 von diesem Buch. Dazu Rezepte, dazu Tabellen, mit den dazugehörigen Dingen, die notwendig sind, damit du haltbar machen kannst. Und da geht es, wie gesagt, nicht um nur einkochen. Wir zeigen dir Gärungstechniken, wir zeigen dir Fermentieren als Beispiel. Schau unten, ich gebe dir unten den Link, da kommst du auf meine Webseite, da kannst du auch das Inhaltsverzeichnis runterladen und eine Leseprobe und schau dir das ganz einfach an. So, das ist einmal dieses Buch hier, dieses Buch. Hardcover Made in Austria. So richtig schön hart. Wir haben es so gemacht, das ist ab jetzt bei uns Standard bei unseren Hardcover-Büchern, dass die eine Bindung haben. Das heißt, man kann das aufmachen und kann das hinlegen und kann schön arbeiten. Und ja, das ist ja jetzt bei der Selbstversorger-Pflanzenbibel ja auch so. So. Dieses Buch ist nicht nur für die Gartenleute, sondern das ist für jeden interessant. Warum? Weil auch selbst gekauftes Zeug du damit haltbar machen kannst. Das Problem, das wir haben, auch für unsere Naturleute da jetzt draußen, es gibt einen gewissen Zeitraum, da gibt es ganz viele Lebensmittel. Im Herbst zum Beispiel Erntezeit. Und wenn du dann nicht Techniken drauf hast und wenn die Menschheit nicht Techniken drauf hätte, um in diesen engen Zeitraum, den man hat, verglichen zur anderen Zeit, die Lebensmittel haltbar zu machen und übers Jahr drüber zu bringen, dann hätten wir echt das Problem, weil dann könnten wir die Menge an Menschen, die wir jetzt aktuell haben, gar nicht ernähren. Punkt. So einfach ist das. Und daher ist das hier etwas ganz Elementares, lass mich das so sagen. Und viele Techniken funktionieren einfach stromlos. Und das ist da drin. So.
Zu diesem Buch ja, gibt es auch ein elektronisches Workbook. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein E-Book, sondern ein Workbook. Das hat Manuela allein gemacht, und zwar eine komplette Materialliste, das sind 12 Seiten, weil es gibt unterschiedliche Dinge. Man kann zum Beispiel räuchern oder man kann trocknen, ne? Man kann unterhalmen oder einsieden und was alles gibt. So. Und da braucht man, wenn man das will, Material dazu. Und wenn du jetzt herumexperimentieren willst und sagst, da probiere ich das aus und was ist der richtige Trockenapparat, soll ich lieber den nehmen oder den, das nehmen wir dir mit diesem elektronischen Workbook ab, denn dann kannst du von unseren Erfahrungen und von unseren Fehlern lernen und musst sie nicht selber machen. Du klickst dann drauf und sagst, okay, ich möchte mir, weiß ich nicht, eine Räuchermaschine, ist jetzt der Blödsinn, aber eine Trockenmaschine kaufen, einen Dörrautomat kaufen, was ist die richtige Lösung? Klickst drauf, wirst weitergeleitet und siehst dann dort die richtige Marke und ja, worauf es einfach ankommt. Das spart dir Zeit, das spart dir Geld, also nimm das E-Book auch mit, sozusagen das Workbook. Und dabei ist auch das E-Book hier als PDF dabei mit der Aktualitätsgarantie. Das heißt, wenn wir eine neue Version rausbringen, wenn wir etwas ergänzen, wenn wir etwas umändern, dann kriegst du automatisch kostenlos einfach per E-Mail ja, die neueste Version zu. Also, das lohnt sich wirklich. Und solltest du die Selbstversorger-Pflanzenbibel mit den Fire-and-Forget-Pflanzen, also den Anbauen und Vergessen, Ernten und Essen Pflanzen noch nicht haben, dann nimm du die auch gleich mit im Paket. Dann hast du eine richtig schöne Bibliothek, mit der du anfangen kannst, denn das ist die Idee. Ich meine, wer liest sich 316 Seiten auf einmal durch, wenn es kein Roman ist? Ne? Das, da muss man wirklich eine gewisse Liebe dazu haben, ich sage das jetzt mal so. Aber du kannst nachschlagen, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt ein Lebensmittel, Erdäpfel. Und ich will die nicht einfach nur in einen Erdäpfelkeller legen, sondern ich möchte die jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, trocknen als Beispiel, ja. Ist jetzt ein Beispiel, ja. Dann zeigen wir dir hier Möglichkeiten. Das Buch ist ganz elementar und das gehört ganz einfach dazu. Komm auf meine Webseite, dort kannst du es kaufen. Das lohnt sich wirklich. Workbook dazu nehmen und am besten auch gleich da, ganz klar. Wenn du Fragen hast, stell sie, schreib mal unten einen Kommentar. Auch gerne wieder die bösen Kommentare. Aber die guten sind mir natürlich lieber. Ein Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen. Da gebe ich dir noch einmal den Link zum Buch. Ein anderes Video, nämlich du Selbstversorger Pflanzenbibel, damit du anschauen kannst, was die kann. Nutz die Chance. Nutz die Chance, solange wir die Bücher haben. Und solange du die Möglichkeit hast, sie zu kaufen. Dein René Rossmann, bis bald. Und ciao.